Welchen Einfluss hat denn die Nahrung auch auf die Leistungsfähigkeit? Ja, ohne Sprit und ohne Benzin können wir nicht Auto fahren und können wir genauso wenig Leistung erbringen. Und das bedeutet natürlich, dass ich da bestimmte Leistungen immer knüpfen muss an bestimmte Energieträger. Und der wichtigste Energieträger ist nun mal im Alltag immer noch das Kohlenhydrat. Das ist nicht schlecht. Wir denken nur an Kohlenhydrate, immer nur an Zucker. Aber es gibt auch gute Kohlenhydrate, nämlich die, die länger satt machen, die weniger schnell also den Insulinspiegel in die Höhe treiben. Das sind die guten. Und die brauche ich natürlich, um Energie für den Tag zu sammeln. Und zum Zweiten brauche ich auch Fette, weil die natürlich der längere Energieträgerstoff sind. Für mich ist das Kohlenhydrat der Mastersprit der körperlichen Leistung. Das bedeutet also, ja, das ist der Spritträger wie das Superbenzin, so kann man es letztendlich sagen. Das ist das Kohlenhydrat, das brauche ich am Tag aber nur, und wenn ich es dann verbrenne durch körperliche Aktivität, durch viel Leistung, das Gehirn allein braucht 150 Gramm Kohlenhydrate jeden Tag. Das heißt, ja, ich brauche es. Also auf jeden Fall sehr viel. Also man sollte ausreichend auf jeden Fall über den Tag verteilt essen. Deswegen schmeckt das Schokolädchen ja auch so gut, weil wir plötzlich sagen, okay, jetzt ich muss Leistung erbringen. Und das hilft mir natürlich so ein bisschen kurzfristig, wissen wir ja, wie gut das tut. Wichtig ist wirklich nicht über den Tag verteilt, das würde ich nicht so machen. Der Körper braucht oder hat eben wirklich keine Lust, sich ständig mit Nahrung beschäftigen zu müssen. Deswegen lieber ein paar knackige, schöne Portionen am Morgen, die auch wirklich satt machen und nicht immer das Mümmeln, wie wir so schön in Köln sagen, wo ja überall was rumliegt, in jeder Schublade ist ja irgendetwas, das ist Käse. Viel wichtiger ist es also, sich satt mit hoher Qualität zu essen, hohe wirklich also Möglichkeit, auch länger damit fertig zu werden, zu bearbeiten, dann mache ich es richtig und da brauche ich auch wirklich nach 4 Stunden auch immer noch nichts, weil der Körper ist immer noch zufrieden. Ich glaube, es ist auch die Fettfalle dann, um es mal so zu sagen, dass wenn man zwischendrin die ganze Zeit was reinschiebt, dann am Ende des Tages weiß man gar nicht, wie viel es eigentlich war, oder? Ja, das ist, man verliert ja so ein bisschen den Kontrollverlust, ne? Das muss man ja sagen. Und dann ist wirklich ein Problem. Zum Zweiten ist es so, dass man ja, je häufiger man isst, das hat ja so eine gewisse Unzufriedenheit, zieht das ja nach sich. Ich esse wirklich sehr gut und ich stehe nicht nachts am Kühlschrank oder ich kriege keinen Hieper bei diesen billigen Keksen auf dem Tisch, weil ich genau weiß, dass sie keine Qualität haben. Aber weil ich sonst gut esse, brauche ich das nicht. Ja? Fehlt das nicht, ja. Weil, also nochmal, ich gehe nur für gutes Essen laufen, nicht für schlechtes. Ja, und deswegen, das ist die wichtigste Botschaft dabei. Ja, das stimmt. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Einblicke. Sehr gerne. Herr Frohböse, Dankeschön.